Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Wie versprochen, hier das Zauberer-Patch-Update-Video. Wir sind jetzt gerade noch vor dem Patch, wir haben den 7.8., also einen Tag vor Patch. Und hier geht es darum zu schauen, was habe ich an Schaden gemacht vor dem Patch. Es gibt mehrere Buffs für den Magier passiv, aber es gibt auch einen Buff, der ist ganz entscheidend. Und zwar das Kugelblitz, das ist die Fähigkeit, die ich hier spiele, hier um 20% verringert wird. Das wird geändert und wird dann um 20% erhöht, der Schaden. Dazu noch viele Sachen im Paragon-Board. Ich bin weit weg vom perfekten Bild. Ich bin gerade bei Level 71. Ich möchte aber hier nochmal ganz kurz vorher gucken, wie läuft er jetzt auf Level 71 vor dem Patch. Und wir sehen, ich mache so 3000, 5000, mal kurz 8000 gesehen an Schaden. Ich habe auch, glaube ich, im Kopf, dass Ressourcenerzeugung besser wird. Ah, was mache ich? Aber es sieht ganz okay aus, ne? Jetzt wäre noch ein Elite ganz spannend. Ich gehe mal kurz ins Aratsverrat und guck mal wegen einem Elite, wie es da läuft. So, hier ist ein Elite mit richtig vielen Kollegen. Ich kann auf den Schaden gar nicht achten. Aber ich mache, da war kurz 16.000. Ich mach mal die Ult. Geht's ganz gut klar. Gegner sind 4 Level über mir, ist kein Nightmare Dungeon. Aber jetzt haben wir schon mal einen guten Einblick. Ich mache nochmal eine Fuhre Gegner und dann sehen wir uns wieder nach dem Patch. Muss auch ein bisschen selber drauf achten, dass ich da einen guten Einblick habe, wie sich das ändert. Ich würde so sagen, irgendwas zwischen 3000 Crits bis 15.000 Crits habe ich gesehen. Das ist so die Range und ich werde nichts dran ändern bis nach dem Patch. Für euch ein Skip, für mich sind es ein paar Tage. Der Patch ist jetzt draußen. Ich gehe mit dem Magier wieder rein. Ich bin extremst gespannt, vor allen Dingen der Aspekt mit dem Kugelblitz, den ich euch gezeigt habe, ob der jetzt auch Min-Roll dann quasi aber Plus ist. Also ich bin extrem gespannt. Der Patch ist gerade runtergeladen. Ich gehe gerade das erste Mal rein. Und jetzt will ich hier wissen: Kugelblitz umkreist euch und verursacht 15% erhöhten Schaden. Ist immer noch Min-Roll, aber jetzt erhöhten Schaden. Und ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wo ich den Bild ausprobiert habe. Ich würde mal sagen, bei Sarat könnte das sein. Da würde ich dann jetzt auch wieder hingehen tatsächlich, weil das macht natürlich am meisten Sinn hier unten. Und dann gucke ich mal. Andere Sachen haben sich auch geändert. Viel im Paragon-Board. Da bin ich auch noch nicht so weit mit Level 71. Und ein paar Passives und Fähigkeiten und und. Aber wichtig ist ja, wie fühlt er sich jetzt an? Fühlt er sich anders an? Das Ganze habe ich gestern gemacht vor dem Patch. Heute ist nach dem Patch. Es ist gerade 19:05 Uhr. Der Patch ist wirklich gerade ganz frisch raus. Und ob ich mehr Schaden mache. Also, ich hatte gesagt, glaube ich, irgendwas zwischen 3000 Crit und ich hatte auch 15.000er Crits gesehen. Ich bin so gespannt. Direkt so, direkter Vergleich vor dem Patch, nach dem Patch. Spannend, spannend, spannend. Ich hoffe, ihr seid auch gespannt. So, wir gehen rein. Also, ist klar, ist klar, ist klar, ist klar. Da sind die ersten Gegner. Die greife ich nicht an, sondern da, wenn es ein paar mehr sind. Soll ich euch was sagen? 6, 9, 10. 5, 5. 22. Okay. 22 hatte ich nicht. Ich habe nichts geändert, ne? Es ist immer noch genauso wie. Okay, ich sehe gar nichts mehr. Könnt ihr irgendwas erkennen? Also Gefühl, ich habe das Gefühl, es ist krasser. Bin aber auch nicht 100% sicher. Ist schwer, aber ich habe 22.000 gesehen und gestern haben wir geguckt, waren es 15.000. Also auf jeden Fall schon mal stärker. Ob es jetzt auch, was die Ressourcen angeht, stärker ist, kann ich jetzt auch gar nichts zu sagen. Ich werde mich hier weiter angreifen. Ich werde nochmal die Ult zünden. Und dann versuchen wir. Da war 23.000, ich habe es gesehen.
Aber es ist so schwer zu erkennen. Aber es fühlt sich stärker an, oder, Leute? Aber 22.000, ich meine, das ist ja der Beweis, dass es stärker geworden ist. Komm, wir machen noch eine Welle. Nochmal eine Welle mit Gegnern, um da wirklich ganz sicher zu sein. Vielleicht sehen wir auch mal eine 30.000 mit Glück. Who knows? Ich mache wieder die Ult. Ich kann nichts erkennen, ne? Aber guckt mal, wie viele Bälle hier um mich rum sind. Also, bei dem Bild muss man auch alle, die jetzt sagen, das ist doch gar kein Schaden. Ihr dürft nicht auf den Einzelschaden so doll gucken, sondern ihr müsst darauf achten, wie oft ich die Gegner treffe. Das ist bei dem Kugelblitz extremst, 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 wie oft man die Gegner halt trifft. Da ist, ballert der die ganze Zeit durch. Bam, 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 bam. Und das ist das, was später krass wird. Ey, ich glaube, wir haben geproved, dass der Patch für Magier auf jeden Fall jetzt stärker geworden ist. Ich werde euch die Patchnotes unten nochmal reinstellen, wenn ihr euren Magier da mal abchecken wollt, was da stärker und schlechter geworden ist. Für den Kugelblitz kann ich auf jeden Fall sagen, mindestens Stärke verdoppelt. Ne? Von ungefähr 10.000 bis 15.000 auf fast 30.000 kann man schon sagen, ohne dass ich irgendwas geändert habe, ne? Ich habe nichts geändert und es wurde verdoppelt und ich habe noch ganz viel Paragon-Board vor mir. Kontrolle noch nicht fertig und so. Lasst mal gerne unter den Kommentaren stehen, ob ihr vielleicht zum Kugelblitz einen finalen Endgame-Build-Guide haben wollt, beziehungsweise so einen kleinen Show-Off. Dann würde ich den noch ein bisschen mehr dran rumbasteln und da vor allen Dingen hier in den ganzen Fähigkeiten, Aspekten, allen möglichen, die perfekten Sachen noch raussuchen. Das war's für das Video. Lasst ein Follow auf den Kanal da, würde mich extrem freuen. Wir haben gerade die 3000 geknackt. Vielen, vielen Dank. Da möchte ich auch einmal kurz erwähnen, ich habe auch eine Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr da supporten wollt, checkt das auf jeden Fall mal ab. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.